Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zu einem weiteren Age Game und zwar heute mal Kylie's Prank Adventure in der Version 1.14. Wird übrigens von Pinkmoji Dango entwickelt. Sehr lustiges Spiel, sehr unterhaltsam. Wir spielen Kylie. Kylie ist eine, die dauerhaft nur Pranks im Kopf hat und das merkt auch ihre Begleiterin, Freundin, John, ganz schön gewaltig. Ich hatte erst überlegt, ob dieses Spiel irgendwie auf ein Anime anspricht, habe aber da bisher im Moment noch nichts gefunden. So, wir starten aber mal gleich direkt rein. Ist auf alle Fälle sehr, sehr unterhaltsam, das Spiel. Und ich weiß auch gar nicht, First Time Playing Play? Nein, ich kann alles selber erklären. Du skip? Ja, machen wir. Skippen wir mal. Gott, wir haben gleich mal Geld gekriegt, dies, das alles. So, ganz kurz. Ich erzähle euch jetzt mal, das Geld, wir haben das gleich schon bekommen, weil wir jetzt wieder rein sind. Normalerweise starten wir mit null Geld. So, ihr kommt dann in die Stadt an und ihr seid eben diese kleine Kylie. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als eure Mitgefährten immer schön zu pranken. Prankbedarf holt ihr euch übrigens hierher. Bei Hun Tao, glaube ich, heißt sie. Ja, Hun Tao. Da kauft ihr euch Prank-Tools weg, womit ihr dann eben halt sie ordentlich pranken könnt. Und das nicht gerade kurz. Auch nicht schlecht. Der Soundtrack dafür, für sie finde ich vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Ihr könnt Outfits kaufen, ihr könnt Junk kaufen. Braucht ihr auch einen Drill und sonst was alles. Also ihr könnt so viel Kram erstmal kaufen, aber es gibt auch eine kleine Storyline dahinter, die ihr dann eben halt gehen könnt. Auf der Map übrigens sehen wir am Anfang erstmal gar nicht viel, das erweitert sich aber um einiges. Aren't you supposed to be in solitary confinement? Und cool ist, es ist auch teilweise vertont, teilweise. So, wir können Clothes geben, wir können Change Clothes und Prank Time machen. Unter Prank Time finden wir all diese ganzen Pranks, die wir bei ihr durchsetzen können. Es gibt sogar ein Play Co-op Pranks. Da kommt ihr einfach später zu, wenn ihr soweit seid. Wir müssten jetzt eigentlich einen Prank machen, ne? Aber sowas von. Ich kaufe mir einfach das hier und wir pranken erstmal. So, ich weiß nicht, ob ich den Prank zufälligerweise überspringen muss. Das kann sein. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ganz kurz, am Anfang habt ihr ja kein Geld. Hier übrigens könnt ihr euch noch diese Sachen kriegt ihr nachher, wenn ihr die ganzen Pranks alle abgeschlossen habt, bekommt ihr das auch. Um Geld zu bekommen, müsst ihr Fotos einfach nur machen. Ne? Beach and Pool. Ich gucke jetzt mal. Ich mach mal eins, ne? So, sorry, Leute. Das erste war genau das, was ich schneiden durfte. Ihr seht jetzt also, da werden Pranks, also Fotos macht sie und dafür bekommt sie halt im Geld. So, und jetzt wollen wir, nein, wollen wir nicht. So, dafür kriegt sie halt immer Kohle, wenn sie dann eben halt, Fotos gemacht hat. Manchmal erwischt sie auch ein paar Blitzerfotos. So. Sollen wir das Thema ja pranken? Dann gehen wir mal hin. Aren't you supposed to be in solitary confinement? Einmal Prank Time und den Funny Prank. Dann setzen wir den mal ran. Ich werde hier garantiert einen Cut reinhauen müssen, also wundert euch nicht, dass ich gecuttet habe. So, 20 Minuten später, da kann ich schon mal einen Cut setzen. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Nee, ich brauche zum Glück nicht Cutten. Beim ersten Prank ist es noch relativ harmlos. Da soll sie halt die Zunge rausstrecken. Das macht sie auch. Und ja. Die Werbung kommt an. Hat sie die ganzen Poster alle überall in der Stadt aufgehängt, ey. Ach, und die halben Flitzerblitzer ist auch noch mit drin. Und Prank ist completed. Sehr schön. So, damit steigt der Prankometer an. Wie gesagt, Version Nummer ist 1.14. Ich habe das Spiel auch noch nicht ganz durchgespielt. Ist aber auf alle Fälle sehr, sehr unterhaltendes Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch sehr lustig.
gerade was so an Prank-Ideen reingekommen sind. Startet das Spiel am besten von neu, ohne die ganzen Gelddinger, dann habt ihr noch mehr Spaß in den Game. Und ja, wie gesagt, es gibt noch mehr Storyline-Contents, ihr werdet noch mehr Charaktere kennenlernen. Also wundert euch nicht, da kommen noch mehr Charaktere nachher zusammen. Auf diesem Wege, ach ja, zum Beispiel der erste Charakter ist ja schon, Beispiel, wenn ich ein Bier kaufen möchte, dann kriegen wir schon mal kein Bier. Weil wir jetzt zu jung sind. Deswegen bekommen wir kein Bier. Oh, da treffen wir eigentlich schon die erste, die uns dann auch später helfen wird beim Prank, vielleicht ein bisschen Bier zu besorgen, ne? So, Library Unlocked, also wie gesagt. Guckt es euch selber an. Ist ein sehr unterhaltsames Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Kylie's Prank Adventure. Und ja, viel Spaß beim selber spielen. Und bis denn.